Hallo ihr Lieben, mein Name ist Leonie und ich treffe mich heute mit der Musikerin Nessie. Gestern war ich bei ihr beim Konzert und heute nimmt sie mich mit in ihr Musikstudio und zum Sport. Ich bin sehr gespannt und nehme euch natürlich mit. Also wir könnten direkt hier loslegen. Hallo. Oh, ich bin so erfreut darüber, dass ich dabei sein konnte. Vielen Dank, dass du dir die Zeit bist. Noch nimmst. Na klar, na klar. Wir haben ja unser eigentliches Interview morgen. Heute durfte ich nur ganz kurz dabei sein. Ich habe gehört, du bist sogar ein bisschen krank gewesen. Ich habe eine akute Nasennebenhöhlenentzündung. Oh. Aber also, es funktioniert alles. Dann, ne? Aber es war geil. Also, ich meine, wenn man auf der Bühne steht, ich kenne das ja manchmal selber, dann ist man so, ich habe mein Gesicht gar nicht mehr unter Kontrolle, ja, so nach dem Motto, ne? Voll. Aber wenn ich dann anfange, deswegen labere ich meistens nicht so viel zwischendrin, sondern nur so, oh, hier ist nächster Song, weil ich dann keine Angst habe, wenn ich singe. Weil dann weiß ich, okay, das kann ich. Ja, und, da bist du in deiner, genau, im Element. Safety Zone, genau, auf jeden Fall. Voll schön. Ich entlasse dich in die Freiheit. Danke, und wir sehen uns morgen. Ich freue mich sehr schon drauf. Bis dann, habt noch einen schönen Abend. Tschüss. Nessie. Gestern habe ich dich auf dem Konzert gesehen. Ja, das stimmt. Und heute hast du mich an einen anderen Ort gebracht. Heute habe ich dich zu einem magischen Ort geführt. Beides hat ein bisschen was mit Kraftsport zu tun, habe ich das Gefühl. Das eine kommt aus dem Körper, aus der Stimme, das andere ist Arbeiten mit dem Körper. Mit dem Körper, genau. Ja. Also erzähl mal ein bisschen. Nimmt sich beides nicht so viel. Ja, ja, also neben Musik habe ich nicht so viele Hobbys eigentlich. Ein großer Teil ist bei mir Sport. Und ich habe vor ein paar Monaten CrossFit für mich entdeckt. Tatsächlich war ich in den USA und habe mit meinem Schwager dort in einem Gym trainiert. Und ich habe vorher immer schon viel Sport gemacht, aber ich sag jetzt, es war so ein bisschen Alibi-Sport, weil ich bin ins Gym gegangen, habe auch schwere Gewichte gehoben und sowas, aber alles nicht so richtig. Ne? So halbrichtig. So halbrichtig. Komm, den habe ich schon eigentlich irgendwie hingekriegt, aber man bescheißt sich ja selber. Ja, ne? Total, genau. Und auch so formmäßig, da ist halt niemand, der dich korrigiert oder sowas und einfach mal gemacht. Und wenn du mal Rückenschmerzen danach hattest, oh ja, geht schon wieder weg. Ne? Und dann habe ich halt CrossFit angefangen. Und das hat mir erstmal komplett die Augen geöffnet, was Sport eigentlich bedeutet, also richtiger Sport. Wie schmerzhaft das auch sein kann. Ja, ne? Ich konnte tatsächlich die ersten Male, wo ich hingegangen bin, konnte ich original, ich konnte keine Treppen runterlaufen, ich konnte nicht ins Auto ein- und aussteigen, weil mir alles wehgetan hat. Auf Toilette gehen war auch schwierig. Ja, und dann hat mich das aber so angestachelt, dass ich weitermache, weil ich das unbedingt können wollte. Ne? Und da sind dann halt auch ältere Leute, die da irgendwie, weiß nicht, 30 Klimmzüge machen und schwere Gewichte heben und irgendwie ganz krasse Sachen mit ihrem eigenen Körpergewicht machen. Und du sitzt da und bist so, ey, ich bin noch nicht mal 30, ich sollte das eigentlich auch können. Ich bin schon gefühlt 90. Ja, total. Ja. Ich habe hier vorhin eine Frau gesehen, auch so unsere Größe, und hat dann einfach mal so easy peasy 120 Kilo. Das ist krass, ne? Bumm, und stemmt. Ja. Ich denke so, what? Ja, und ich bin dann wieder zurück nach Berlin gekommen und war so, ich möchte es weitermachen und habe so ein paar Gyms hier ausprobiert und bin hier geblieben, weil hier das am schönsten ist. Es hat echt eine schöne Atmosphäre, muss man sagen. Also ich kam auch rein und war so, hier fühle ich mich wohl. Ja. Ich fange hier auch an. Aber ganz abgesehen davon, was ist denn Sport? Was, also neben der Musik, ist es dein größtes oder deine größte Leidenschaft? Ja, mittlerweile schon, würde ich sagen. Was macht es mit dir? Ist es auch ein Ausgleich? Ja, ich brauche das auf jeden Fall für meinen Kopf, damit ich, also ich
zerdenke sehr viele Sachen. Mhm. Und ich merke das richtig, wenn ich, also ich habe jetzt zum Beispiel eine Woche keinen Sport gemacht, weil ich krankheitsbedingt ausgefallen bin. Und da merke ich richtig, wie ich so eine innere Unruhe habe. Ne? Und wenn ich zum Sport gehe, ich bin dann natürlich auch so, ich gehe meistens sehr früh zum Sport, damit ich es gleich so aus dem Weg habe. Wie viel Uhr ungefähr? So ab 7 geht es hier los. Echt, also wenn ich kann, dann schon so früh. Also in Amerika bin ich immer um 6 Uhr morgens. Also du bist Frühaufsteherin? Ja. Ich beneide Leute in ihre Frühaufsteherkunst. Ja, das höre ich oft, aber das macht mir auch keinen Spaß, aber ich mache es einfach. Ne? Also ich glaube, da gibt es gar keinen Trick. Es ist einfach wirklich, du stehst auf und machst es und funktionierst dann. Also in Amerika bin ich wirklich um 4.30 Uhr aufgestanden, um 6 Uhr da auf der Matte zu stehen. Das macht dann einfach auch was mit dem Kopf. Ne? Ja, und du hast das einfach hinter dir. Ja, du bist dann, startest in den Tag und bist so, oh geil, habe ich schon eigentlich schon wieder vergessen, dass ich es gemacht habe. Ja, ne? Ja, und für mich ist das einfach für meinen psychischen Ausgleich, würde ich auch sagen, total wichtig. Mir macht es Spaß und auch so, sich das selber zu beweisen, dass man eben dieses Mal irgendwie Sachen kann, die man letzte Woche vielleicht noch nicht konnte oder sowas. Und wie der Körper dann irgendwann auch transformiert. Total, oder? Ja. Und das finde ich total toll. Und es gibt mir so eine Ausgelassenheit und eine Balance. Und hier ist das auch ganz toll, dass es sehr familiär alles ist. Also du kommst hier nicht hin und jemand sagt, das kann die aber noch nicht so gut. Sondern die Leute helfen sich gegenseitig und sind alle nett. Und das, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Ja. Und deswegen, dass man sich so ein bisschen eingewattet fühlt. Genau. Ne? Und dass man so irgendwo dazugehört auch. Ne? Das ist, das ist dann wie so eine kleine Community und das ist halt auch irgendwie was anderes, als wenn man zu einem x-beliebigen Sportcenter rennt, wo man im Endeffekt sich vielleicht denkt, so, ah, jetzt guckt der komisch und der guckt auch noch. Ja, und total. Und irgendwie fühlt man sich nicht wohl. Insofern kann ich das schon gut nachvollziehen. Würdest du sagen, es hat sich bei dir musikalisch auch was verändert, seitdem du oder von der Stimme her was verändert, seitdem du so extrem viel Sport machst? Also ich glaube, mit dem Sport nicht wirklich. Also ich habe mich auf andere Sachen konzentriert. Mhm. Ich habe mich jetzt zum Beispiel viel mit Atmung und Meditation beschäftigt. Und da merke ich schon, dass mir das auf jeden Fall sehr geholfen hat. Also gerade mit der richtigen Atemtechnik und so. Ich fuchse mich dann immer in ganz verrückte Sachen rein. Und weiß ich nicht, ich habe mich jetzt zum Beispiel sehr lange mit Wim Hof beschäftigt, dem Iceman. Hab ich letztens was drüber gelesen. Das muss wahnsinnig sein. Ja, und tatsächlich gibt einer seiner Trainer nächsten Monat einen Kurs und da gehe ich hin. Da wird dir diese Atemtechnik nahegebracht und danach macht man so ein Eisbad. Und indem man dann, also Eisbad kenne ich vergleichsweise, wenn man in die Sauna geht und danach geht man irgendwie in kaltes Wasser. Nee, das ist so, glaube ich, also so eine Wanne mit Wasser, mit Eis. Mit Eis drin, ne? Wie lange hält der dann aus? Eine Stunde, glaube ich, habe ich gesehen, ne? Also der Typ kann das ultra lang, ja. Also ich glaube, ein Normalsterblicher, so, die machen das so 2-3 Minuten vielleicht, höchstens. Unglaublich. Aber es muss unfassbar gut für die Abwehr sein. Ja, total. Also ich habe jetzt so angefangen, dass ich zum Beispiel die Hälfte meiner Duschzeit ganz kalt dusche. Und das ist... ich könnte das. Aber es ist auch nur eine Kopfsache. Es ist wirklich, wenn du da unten drunter stehst und das ist ja irgendwann wird es so kalt, dass es auch weh tut. Aber ich denke mir dann immer, okay, alles ist nur einfach weitermachen. Und ich bilde mir auch ein, dass mein Immunsystem irgendwie gestärkt hat. Also ich merke das, wie gesagt, gerade auf Tour. Ich war danach, bin ich auch krank geworden, aber als es drauf ankam, bin ich nicht krank geworden. Mhm. Weil ich mir aber auch eingeredet habe, ich werde nicht krank. Aber es ist doch richtig so. Voll. Man kann sich die Dinge ja rein und rausreden. Genau, das ist das, was Wim Hof sagt. Er sagt, dass alles von unserem Kopf gesteuert wird. Wird es auch, bin ich auch fest davon überzeugt. Ja. Wenn du sagen würdest, wenn jemand zu dir sagen würde, du musst dich entscheiden, Musik oder Sport, könntest du das? Nö, also ich würde mich wahrscheinlich immer für die Musik entscheiden, natürlich. Aber erstens wüsste ich nicht, wer mich vor so eine Entscheidung stellen sollte. Und zweitens ist es für mich so, ich brauche ja auch einen Ausgleich. Ich glaube, also ich finde es auch schwierig, wenn Leute zum Beispiel jeden Tag im Studio sitzen, 7 Tage die Woche, irgendwann hast du ja nichts mehr zu erzählen. Und dann macht es dir auch irgendwann keinen Spaß mehr. Ne? Mhm. Und das möchte ich irgendwie nicht riskieren. Wir haben uns ja gestern ganz kurz gesehen schon auf deinem Konzert. Ja. Was sehr, sehr schön war, muss ich sagen. Und du warst ja ein bisschen angeschlagen, das tat mir auch total leid. Aber du hast wirklich so eine Brettstimme und hast da rausgehauen. Was macht das mit dir, wenn du auf der Bühne stehst? Du sagtest gestern auch schon, so, wenn ich nicht mehr aufgeregt bin, dann will ich nicht mehr auf die Bühne. Ja. Was hast du da Techniken vorher? Also du sprachst gerade über Meditation, du sprachst gerade darüber, dass du Atemtechniken machst. In der Theorie ja, in der Praxis nicht. Also ich singe mich schon warm und sowas, aber
ich bin so, also ich bin wirklich immer ganz nervös vor jedem Auftritt. Ja. Und da hilft dann auch nichts, was man sich dann mal zu Hause zurechtgelegt hat, was funktionieren könnte. Aber irgendwie mag ich das auch. Also das gehört für mich dazu. Ne? Und es gehört für mich auch dazu, dass ich weiß, oder dass jeder um mich herum weiß, bevor es auf die Bühne geht, dass ich irre bin, ne? Und alle zwei Minuten sagt, ich muss noch mal auf Toilette, ich kann das nicht, fang gleich an zu heulen. Ne? Jeder um mich rum weiß das schon, aber ja, es gehört halt dazu. Also ich glaube, jeder hat seine Routine vor einer Show und das ist halt meine. Ausflippen. Ja. Aber sobald es dann losgeht und so, also immer wenn ich dann im Song quasi bin, dann ist es wie weggeblasen und die Zeit vergeht auch total schnell. Man denkt sich dann mal so, oh krass, ich muss jetzt irgendwie 40 Minuten oder eine Stunde spielen. Und dann bist du irgendwie so an der Hälfte angelangt und bist so, ich war doch erst 5 Minuten hier. Ja. Aber schön. Ja. Ich würde jetzt gerne gleich nochmal mit dir so ein bisschen was sagt man denn hier eigentlich? Man kann ja nicht Fitnesscenter also sagen. Also im richtigen Fachjargon sagt man das durch die Box. Es ist eine CrossFit-Box. Ah, ja. Stimmt, das habe ich auch schon mal gehört. Man kann aber auch Gym sagen oder durch... Ich sage lieber Box. Box. Ich finde Box schöner als Gym. Und wir haben ja auch noch deinen Trainingspartner genau, hier, Marcel. Der Marcel, mit dem ich vorhin auch schon gesprochen habe. Und der ist so nett und wird uns gleich noch mal ein paar Übungen zeigen. Der macht wir beide richtig es nicht können. Ich kann es auf gar keinen Fall. Also ich kann ja noch nicht mal eine Liegestütze gefühlt. Und du heute auch nicht, weil du ein bisschen angeschlagen bist. Insofern würde ich ihn mir jetzt gleich nochmal schnappen und der soll dann mal hier so ein paar von diesen Reifen durch der die Gegend. Der zeigt mal, wie CrossFit richtig geht. Es ist wirklich unfassbar. Es ist krass, ja. Es ist so, wie man es aus dem Fernsehen kennt, wo die Leute dann irgendwie an ihren Ohren gefühlt so einen Lastwagen also ziehen. Das gehört nicht dazu, aber so stelle ich mir das vor. Es ist schon krass, ja. Also auch, wie gesagt, ne, von Leuten, die vielleicht jetzt nicht so aufgepumpt aussehen, die eine Kraft haben. Ja. Da war ein Mann, da meinte Marcel zu mir, guck mal, das ist übrigens der stärkste Mann Deutschlands. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, es gibt dann auch so Leute, die halt so Steine tragen, ne? Oder mit Steinen trainieren. Der hat hier locker mal 240 Kilo gerade gestemmt. Wahnsinn, ne? Aber ey, und nochmal, das ist, wozu der menschliche Körper fähig ist. Wir schöpfen unser Potenzial nicht aus, glaube ich. Auf jeden Fall. Ich meine, das hat man ja echt sehr... Man sieht es ja auch, wenn man in der Notsituation ist. Quasi, total, ne? Ja. Wie man dann was für überdimensionale Kräfte man entwickeln kann. Super. Dann gehen wir jetzt hier einmal rum. Mal gucken. Wir schnappen uns Marcel. Ja, und los geht's. Du zeigst mir so ein bisschen deine Box. Meine Box. Ey, dieser Reifen, erstmal, der ist so groß wie ich, ne?